Moin moin und ein herzliches Willkommen zurück zu The Black Book bei Alles Furchtbar Kommentiert mit mir, dem Daniel, und wir sind gerade, ihr hört es vielleicht so ein bisschen im Hintergrund, hört sich so ein bisschen nach Badewanne an, wir sind gerade ein bisschen unter Wasser. Wer es noch nicht mitbekommen hat, bei der letzten Folge sind wir da ein bisschen abgesoffen, können aber atmen unter Wasser, witzigerweise. Und die Meerjungfrau, gegen die wir schon Kloppe verteilt haben, die führt uns hier gerade durch die Wasserlandschaft. Und mit der haben wir da momentan oder zuletzt so ein paar Fischer, ertrunkene Fischer verarscht. Und jetzt geht's weiter, denn unsere Meerjungfrau, die weiß nicht mehr, wie sie früher hieß, bevor sie eine Meerjungfrau wurde. Und das würdest du aber gerne wieder wissen. Deswegen suchen wir mal nach Hinweisen. Hier gibt's viele Loks, das müssten so Holz sein, müsste das. Könnte sein, dass alles, was irgendwie ins Wasser gefallen ist, hier gefunden werden könnte. Na dann, vielleicht finden wir auch einen Namen. Da ist doch wieder ein Kraut, oder? Na also. Schön, das heilt uns wieder ein bisschen. Was steht denn da hier noch? Was ist das, eine Box? Рядом с затонувшими санями лежит разбитый сундук. Вы осматриваете его содержимое и среди прогнившей ткани обнаруживаете хорошо сохранившуюся фотокарточку и подвеску. Это изящный кулон с драгоценными камнями. На обороте виднеется надпись «Евдокия». Наверное, это и есть ее имя. Фотокарточка удивительным образом сохранилась. На обороте надпись «Е» и «П» Фроловы. На дне сундука вы обнаруживаете несколько золотых монет. А, paar Münzen haben wir auch noch mitgenommen. Wunderschön. Ja, dann haben wir doch das... Da gibt's Knochen. Da ist irgendjemandens Schädel hier. Naja. Dieser Schlitten wurde zur Winterzeit genutzt. Oh, und sag nicht, dass die da mit dem Schlitten durchs Eis gebrochen ist. Das könnte halt sein, ne? Sieht aus wie ein Friedhof für Schiffe, Holzbalken und ähnliches Zeugs. Ja, dann wird das wohl die sein hier, ne? Die Eureka. Может, она была твоей? На обороте имя Евдокия. Может, и моей. Какая красивая. Хочешь, себе оставь. Я нашла фотографию. Тут девка изображена, на тебя похожая. Так это я и есть. А это кто такой? Пахом Соливар. Написано, что вы одной фамилии. Родственник твой? Может быть. Я не помню. Не помню. На фотографии твой портрет и буква из того имени, что на подвеске. Евдокия. Так это твое имя и есть, Водяница. Евдокия. Да, это мое имя. Кажется, я начинаю вспоминать. Пахом – мой отец. И ты вернулась на завод убивать рабочих? На свой завод? Меня Водяной послал. Я не знала. Батюшки, память мутная, как вода в озере. Я должна выбраться отсюда. Мне не место в хороводах мертвячек. Пусти! Пусти! Стой! Днем наверху ты погибнешь. Ну или крестом тебя прогонят. Свакуля спросим. Ja, mal gucken, ob der große Big Boss da was machen kann hier, ne? Einmal mehr Jungfrau, immer mehr Jungfrau, oder wie war das? Пойдем. Я знаю дорогу. Und da geht's jetzt nämlich auch hin. Unter Wasser, was auch immer, Troll Space, keine Ahnung. Die Höhlen führen zum inneren, zum inneren Realm, Domain, zum inneren Bereich der Vodjanoi. Oder des Vodjanoi. Русалка приводит вас к зияющей пасти пещеры. Не успеваете вы сделать и шагу к норе, как водяница останавливает вас легким прикосновением ледяной руки. Вася, стой! В этой пещере гнездится та щука. Значит, в ловушку привела? Нет, нет! Ну, может быть, немного и в ловушку. Но теперь я не хочу, чтобы тебя рыба съела. Обойти-то ее не можем?
Через эту нору впала ты в акуле идти. Тогда, как рыба вылезет, ты ее когтями полосни. Она и ждать не будет. Ну а я заговорами потом щуку-то уморю. Хорошо, Васенька. Das hört sich jetzt nach einem großen Kampf an. Und sie soll uns helfen. Na, hallo. 350 Hitpoints ist auch überhaupt ein wenig. Was macht der? Der heilt sich jedes Mal um 14... Ach, na, wunderschön. Wir fluchen den erstmal. Und hauen noch mal ein bisschen Schaden drauf. Ja, wir müssen gucken, dass wir den positiven Effekt wegbekommen von ihm. Was haben wir jetzt vor? Residuation. Keine Ahnung, was er jetzt vorhat, aber wir haben 3 Runden Zeit, das aufzuhalten. Ach, in 3 Runden macht er 43 Schaden. Au. Au. Ja. Ja. Ach, das hilft uns aber ja eigentlich gar nichts, ne? Ja, machen wir es so. Ja, 3 Runden macht er 43 Schaden. Und gerade eben kriegt er halt auch noch die 14 Hitpoints wieder dazu. Wir brauchen den Fluch nochmal auf ihm. Die Regeneration brauchen wir gerade nicht. Ach, verflixt, ey. Ich habe hier nichts, was jetzt irgendwie Sinn macht. Die Regeneration können wir schon mal anstoßen. Ja, dann machen wir halt die Heilung rein, aber... Und er heilt sich jetzt halt wieder, ne? Oder? Also nächste Runde macht er die 39 Schaden. 40. Ja, und dann wieder 40. Macht er die jetzt oder nächste Runde? Ich bin mir nicht sicher. Ah. Ja, hilft nichts. Wir klatschen uns halt nochmal das Schild drauf, hätte ich gesagt. Alles, was wir haben, ist ein Schild. Und... Achso, das Refreshen bringt uns jetzt gerade nichts. So. So, ich hoffe, dass es jetzt kommt. Er hält sich jetzt. Ja, okay, gut. Haben wir ja geblockt. Das heißt, wir wussten ja, wann er den Schaden macht. Das ist soweit erstmal okay. Jetzt macht er dreimal einen Schaden. Einen Fluchschaden können wir machen, das können wir machen. Bräuchten auf jeden Fall noch ein Schild, hätte ich gesagt. Ja. So. Gut, okay, erstmal das. Jetzt will er sich wieder heilen. Oh, das wird immer mehr, was er sich heilen will. Das heißt, wir machen das hier. Das hier. Achso, Moment. Nee, dann fluchen wir ihn und machen das noch drauf. So.
Ich meine, das ist jetzt der einzige Vorteil, den wir haben. Dass wir halt, dass die Schadenskarten sich immer verbessern. So, jetzt heilt es sich halt alle 23 pro Runde. Und jetzt macht er 35 in ein paar Runden. Hm. Den negativen Effekt habe ich nicht. Ich habe auch jetzt nichts. Ja, hm. Das ist halt eigentlich zu wenig, ne? Wir bräuchten halt was, womit wir seinen Buff wegbekommen, diesen Heilungsbuff. Ich habe auch was im Deck, aber das kommt gerade nicht. Ja. Ist unsere Regeneration weg, aber seine ist noch da. So, eine Runde. Und dann wieder zuhauen. Gleichzeitig heilt er sich wie ein Verrückter. Er ist nur verflucht, das heißt, wir kriegen 40, passt ja eigentlich. Dann können wir noch ein bisschen Schaden machen hier. Ja. Das ist echt ein zäher Kampf mit dem. Verflugen, Schaden machen. Habe ich noch irgendwas, was ein Schild? Ah ja, genau, das Schild. So. Und wenn ich den Flug auf ihm aufrecht halte und hochstecke, dann machen halt die andere Karte wieder mehr Schaden, dann, ne? Wenn die hier wieder kommt. Jetzt würde sich gleich die Heilung geben. Ich bräuchte unbedingt das, was seine Heilung da wegmacht. Nicht mehr im Deck, das kann doch gar nicht sein. Ich verfluche. Warte mal, ich kann ihn zweimal verfluchen. Er macht halt keinen Schaden mehr. Ist das Ziel? Ja, doch, das ist. Das wäre, glaube ich, schon zielführend, ne? So. Dann können wir zumindest die Angriffe vielleicht auch ein Stück weit ignorieren oder halt nicht so viel, dann braucht man nicht so viele Schildkarten im Idealfall und können dann halt auch Angriffseffekte rausballern. Das heilt sich halt schon um 32 pro Runde. Das wird halt immer schlimmer. 20 in 3 Runden. Oh, ja, okay, der hat dann noch durchgesessen hier mit dem Fluch, ne? Der hat gesessen. Und trotzdem heilt es sich wieder. Also. Dann so. Schaden drauf hier, was geht. Hier schon ein bisschen Brute Force Taktik. So, jetzt haut er wieder. Jetzt brauchen wir erstmal wieder 30 Schild irgendwie. Katze kann nochmal was machen. Ja, müsste reichen, dann hoffe ich.
Oh, das Richtige. Das ist so ein bisschen Endloskampf hier gerade. Ja, die drei Schaden, die kann ich eigentlich auch mal so hinnehmen. Jetzt hat er halt. Ah, jetzt heilt er sich noch mehr dann. Jetzt kann ich ihn nochmal. Ja. Das sollte jetzt ordentlich Schaden kriegen. Hätte ich wahrscheinlich zweimal die Flugkarte noch draufhauen sollen. Oh ja! Ich glaube, wir kommen schon dahin. Wir müssen nur die richtigen Karten jetzt nochmal ziehen hier. Ah, wir brauchen was, um den Buff wegzumachen. Ich muss mein Deck nochmal anpassen, ja, dahingehend. Was seine Angriffe machen mir gerade keinen. Glaube ich, keine Angst mehr. Das Problem ist nur, ich kriege gerade die Karten, die ich brauche. Habe ich irgendwas dabei, um seinen Debuff-Effekt zu bekommen? Glaub nicht nur. Ne, leider nicht. Das ist zu wenig, die vier Schaden sind so wenig. Ist ja gleich wieder genauso weit, wo wir vor zwei Runden waren. Ja. 13. Katze, ja okay. Wenn die Katze mich heilt, dann ist das easy. So. Jetzt kriegen wir wieder mal ordentlich was runter hier. Ah, könnte sogar reichen hier mit dem Flugdingster, oder? Ja. ₹20, 1500 Erfahrung. Ja, das war doch mal gut angelegte Kampffähigkeit. So, jetzt muss ich aber das Deck mal anpassen, das gibt's ja nicht hier. Also, ich habe hier. Die brauche ich nicht hier. Die nehme ich auch raus. Die brauche ich, glaube ich, auch nicht. Die kann ich raus tun. Der blaue Stein ist nämlich, glaube ich, ziemlich gut. Die lassen wir drin. Die brauchen wir auf jeden Fall.
Ja. So. Jetzt brauche ich irgendwas, was positive, ja genau, positive Effekte wegmacht. Habe ich da vielleicht noch irgendwas Besseres? Brennendes Blut. Die nehme ich mal zum Probieren mit rein. So, und dann nehmen wir auf jeden Fall mal noch. Wo war die jetzt dabei? Killer, nee. Wo war die da? Positive Effekte, Kold und. Die Kold und Bestie. Die bräuchte man aber zweimal dann, ne? Dass sie möglichst regelmäßig mal kommt. Ja, machen wir so. Dann geht's weiter. Водяница выплывает из зарослей и указывает вам дорогу вглубь щучьей норы. Achso, stopp mal ganz kurz. Stopp mal ganz kurz. Was war denn das jetzt für ein Gegenstand, den ich bekommen habe? Das hier. Die erste Seite, die wir ziehen, würde 6 auf alle Gegner geben. Also 6 Schaden auf alle Gegner. Nee. Noch nicht. Внутри пещеры вы понимаете, что силы на исходе. Необходимо искать место для привала. Oh ja, jetzt übernachten wir auch noch mal hier. So böse ist unsere Meerjungfrau scheinbar gar nicht. Mit der können wir jetzt auch reden. Wir können aber auch erstmal mit. Achso, die Shorts müssen wir da mal wieder vorstellen. Oh Mann, diese ganzen Rewards hier. So viel Sünde angehäuft. Einmal im Meaningless Shop. Der böseste war, glaube ich, immer der hier. Deswegen schicken wir. Oder? Mal gucken. Ja, der macht halt. Ja. Der ballert halt schon immer hier die Sünde hoch. Das wollen wir hier nicht. Einmal Meaningless. So, hier hätten wir einen, der gibt 1. Hunger, Hunger, passt. Achso, habe ich einen, der hier. Ne, Feuer. Achso, Strife. Oh, 5 Stück, bist du des Wahnsinns. Wetter. Für Wetter habe ich nichts. Ne, da habe ich auch nichts. Wetter. Ne, Wetter hatten wir gerade schon, ne? Also, beziehungsweise Wetter habe ich nichts. Gedanken. Der ist halt schon böse, so, ne? Der Dicke. Wo war dem? So, also 3 haben wir noch. Fangen wir doch mal mit. Der möchte Tier, irgendwas mit Tiere. Habe ich irgendwas mit Tiere? Nee, gibt's nichts. Dann. Mal gucken, kann der irgendwas anderes nehmen, was. Ja. Ja, Moment mal, andererseits, wenn ich hier zwei. Achso, ne, 3 Tage passt. Ja, passt. Was ist. Achso, da könnte der könnte was mitbringen hier. Das wäre ziemlich gut. Der will aber mit Feuer spielen. Feuer haben wir aber auch nichts. Dann schaue ich doch mal, wo er am wenigsten Sünde mitnimmt. Und das wäre hier. Dann schicken wir mal dahin. So, und der möchte irgendwo herumstreifen. Am liebsten hier. Habe ich sonst irgendwo was, wo er weniger. Ne, dann soll er hier rumstreifen. Okay, dann werden die nämlich jetzt auch schon mal wieder befriedet. Dann können wir mal der Katze reden. Schnucki, когда мы отсюда выберемся? Я хоть и не совсем кот,
Ich mag die Stimme von der Katze, die ist so leicht zynisch. Почему, думаешь, Водяной тебя в проводнице отправил? Силу твою почуял, думаю. Так-то он мне не сказывал. Что он вообще за бес? Водяной давно местными реками да озерами заправляет. Еще нового бога тут не было. А Вакуль был. У него палаты в глубине самой на синем камне стоят. Богатство несметное. Уж куйники ему жертвовали. Мельники, рыбаки, пасечники. Все, кто на реке да на озере работает, вынуждены с водяным дело иметь. И мы тоже. Утопленники. Долго идти еще до палат? Да недалече. Отдохнешь, потом и доберемся. Дорога тоже старая, как будто. И хозяйство тут у Вакуля. Деревни да чёда. Утопнее те, что издавна тут. Говорят, что раньше эта дорога святой была. Старые боги тут, мол, ходили каждую ночь. А теперь по-новому все. Водяной от того гневается. Что ты помнишь из своего прошлого? Помню отца своего. Один он меня ростил. Мало что помню. Больше вот пока ничего в голове нет. Ничего, Евдокия. Вспомнишь, так? Ой, Васенька, кто знат? Я же мертвая, да? Хм. И что я делала-то, батюшки? Что со мной теперь будет? Мы, мертвецы, только одно знаем. Лучше быть живыми. Tja, Mädel. Das können wir leider nichts mehr rückgängig machen, glaube ich. So, achso, hier können wir auch noch ein bisschen Karten craften, wie es aussieht. Nee, können wir nicht. Wir können nur das Deck umbauen. Können, oder doch, hier könnten wir Karten craften. Und wir haben ein bisschen Kohle da. Nehmen wir nämlich noch da eine dazu. Ach je, wir haben ja ordentlich was. Uiuiui. Ganz viele Schlüsselkarten hier drin. Das Armen könnten wir vielleicht mal rausmachen. Oh. Jetzt haben wir insgesamt 5, 7 Schlüssel. Dann nehmen wir vielleicht mal eine raus. Die brauchen wir, denke ich, auch nicht so häufig. Die hätte ich schon ganz gern etwas häufiger, glaube ich. Aber bei einer könnten wir auch rausmachen, oder? Dann sind es 5. Die lasse ich mal drin. Ja, okay. So, was bräuchte man denn vielleicht noch? Ansonsten habe ich, glaube ich, noch nicht so wahnsinnig viel, was ich hier mit dem Sack aufnehmen möchte. Die anderen leveln ja sowieso auf die anderen Karten. Ja. Oh, warte mal, wir haben das Bild. Achso, ansonsten... Ja, ne, dann geht's hier weiter. Dann geht's hier weiter. Dann gehen wir zum Unterwasserdickicht. Ein anderes Unterwasserdickicht. Genauso wie das an der Oberfläche. Из зарослей внезапно выплывает сначала угорь, потом налим. Уже через мгновение вы окружены тучей угрей и налимов, которые плывут огромным стадом через заросли. Вскоре вы видите и погонщиков. Несколько утопленников с веслами ведут косяк в им лишь ведомом направлении. Wir sprechen mit denen. Утопленники останавливают рыб, чтобы поговорить с вами.
Оказывается, этот косяк проиграл в акулю другой водяной из реки неподалеку от Троицкой церкви на юге губернии. Теперь мертвецы перегоняют речных созданий во владение местной нечисти. После разговора вы стали чуть лучше понимать нежить. Schön, kapitel Erfahrung. Und mal schauen, wie viel brauchen wir denn das nächste? Noch 1500 circa. Das heißt, da brauchen wir schon noch ein bisschen. Der Höhlenfriedhof. Die Straße zu den Vodianoi-Kammern führt durch einen Unterwasserfriedhof. Nicht der meistwillkommenste Geist. Nicht die meistwillkommenen Geister, diese Vodianois. Ja, es riecht so ein bisschen nach Kampf, oder? Das ist ein Fleck, wo wir uns umschauen können, so wie es aussieht. Golbis ist von diese Gräbern, ne? Wo ist hier der Friedhof? Oh, wir können da noch mehr erkunden. Moment, wir gehen nochmal zurück. Ich glaube, ich war da noch gar nicht fertig. Das hatten wir. Was gibt es denn hier noch? Tausende von Gräbern. Kann ich mit der guten Ausschwelle reden? Я слышала. Здесь Вакуль собирает могилки своих жертв. Только кто тонет, так здесь голбец сам вырастает. И здесь твое имя, наверное, найти могли бы. Я тут и посмотреть не сумелась. А теперь домой хочу. А вы хамбурги на Аманшун? Может, водяной тебя и отпустит. Надо головой поворожить. Посмотрю, что тут за могилы. Чувствую, голбец-то свой. Он вон там вот. Нет, не пойду до него. Что там за пещера виднеется? Водяного. Он туда мертвецам идти не велит. Тебе-то могу показать. Ты же не покойничек покамест. Погоди, забыла тут кое-что. Окей, ну dann können wir ja quasi nochmal ein bisschen schauen. Da ist... Вы находите ту могилу, что вам указала русалка, и стираете холодный ил с деревянной дощечки. Это действительно могила дочери Пахома. Около могилы вы находите старый крест Евдокии. Können wir das Kreuz nehmen? Das ist auch eine Sünde wahrscheinlich, oder? Vier Schutz am Anfang des Kampfes. Okay, dann schauen wir doch mal hier zu dem Friedhof nochmal. Da ist ganz schön was los hier. Lin XYPT, was? Radegrichter? Dandy Polski? Aha. Warte mal, ist das hier Sean Watson? Rinmol. Aha. Wink Crocodile. Oh, das ist was für die Dings hier, oder? Von den Leuten, die hier wahrscheinlich Kickstarter gebackt haben. Ja. Insofern, ich weiß nicht, ob das Ding tatsächlich einen Kickstarter hatte, aber ich würde mal jetzt, wo ich das sehe, das so klassifizieren, dass das so war. Das ist ja eigentlich auch ziemlich cool gemacht. Das ist ziemlich cool gemacht. Deswegen haben die auch so teils seltsame Namen. Das sind alles teilweise Nicknames halt, ne? Ja, okay. Ne, cool. Dann können wir da wieder zurück. Dann müssen wir, glaube ich, da gar nicht so groß umschauen.
Ja, dann könnten wir jetzt an der Stelle weitergehen. Aber meine Augen sehen so. Wir sind mal wieder in der Zeit und damit haben wir das Ende der heutigen Folge erreicht. Müssen einen kleinen Cliffhanger noch mit einbauen. Und ja, dann geht's nächstes Mal an der Stelle weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit einschaltet. Dann gibt's noch mehr von Black Book und mir, von Daniel. Und ja, dann sehen wir uns gerne wieder, wenn ihr wollt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.